Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video, nämlich meinem Street Fighter 5 Testvideo. Ich mache das jetzt alles ein wenig anders. Ihr kennt ja meine neue Spielewelten-Rubrik, da mache ich die Videos je nachdem, wie ich es für am besten halte. Und heute machen wir es so, dass ich nichts vorher aufnehme oder schreibe oder irgendwie reinspreche. Nein, wir machen das alles heute parallel. Ich spiele und erzähle euch gleichzeitig was dazu, denn das glaube ich ist bei Street Fighter 5 am besten. Wieso das so ist, seht ihr gleich. So, wir sind jetzt hier im Hauptmenü. Das Spiel erschien am 16. Februar 2016 bei uns und war anfangs zum Launch eine ziemliche Katastrophe, weil die Server nicht stabil liefen und so weiter und so fort. 5 Tage später sieht das anders aus. 5 Tage später hat Capcom das Ganze gepatcht. Die Server laufen gut, man kann es gut online spielen, hat aber auch natürlich Singleplayer-Komponenten. Und wir fangen mal mit den Singleplayer-Komponenten an, denn so habe ich bisher immer alle Street Fighter-Spiele gespielt. Ich bin nicht so der Online-Freund. Natürlich spiele ich auch mal gerne online, aber hauptsächlich auch bei Kampfspielen mag ich halt die Singleplayer-Sachen. Natürlich ganz cool, wenn es einen Story-Modus hat, aber ansonsten auch sowas wie einen Arcade-Modus oder Survival oder so finde ich immer ganz geil, weil man so halt seine Kämpfer kennenlernt und vielleicht auch mal sich auf einen Kämpfer fokussiert und den auch dann tatsächlich trainiert und mit ihm lernt. Das finde ich ganz geil. So. Ja, und für die Singleplayer unter euch hat diese Version, die Startversion quasi von Street Fighter 5, nur 2 Modi. Es ist einmal der Story-Modus und einmal der Survival-Modus. Es gibt in diesem Fall keinen Arcade-Modus. Das ist ein bisschen schade. Capcom hat hier gesagt, die werden ab nächsten Monat, also ab März, nach und nach so peu à peu Modi und Kämpfer nachliefern. Das heißt, streng genommen ist diese Version, die ihr momentan im Handel kauft und die auch 70 Euro kostet, das muss man dazu sagen, eigentlich nur eine Basic-Version. 16 Charaktere, Online-Modi und 2 Modi für Singleplayer und halt der Versus-Modus für 2 Player lokal. Mehr hat diese Version nicht zu bieten. Wenn ihr also einen ausgiebigen Story-Modus, da kommen wir gleich noch drauf, spielen wollt oder halt einen Arcade-Modus haben wollt oder andere Modi haben wollt oder andere Kämpfer haben wollt, die könnt ihr euch alle kaufen hier in dem Store. Der wird aber auch erst ab März freigeschaltet. Sprich, auch wenn ihr euch das Spiel kauft und sagt, okay, ich will mir sofort die DLCs dazu holen, geht das nicht. So, da müsst ihr also auch ein bisschen warten. Ist unschön, weil das Ganze ist eine Basic-Version und kostet aber 70 Euro im Handel. Da, so wie sie gerade ist, hätte man sie auch locker für 30 Euro anbieten können und dann sagen können, okay, der andere Rest kostet aber. Obwohl, auch hier muss ich Capcom in Schutz nehmen ein bisschen, denn ihr könnt die DLCs später mit echtem Geld nachkaufen, aber das Ganze auch in der Ingame-Währung euch holen. Das geht also auch. Modi werden, soweit ich weiß, kostenfrei angeboten. Zumindest der Arcade-Modus im März und der Story-Modus im Juni. Der richtige Story-Modus. Kämpfer kosten auch die Ingame-Währung, können aber auch per echten Euros gekauft werden. So, genug geschwafelt. Also, wir gehen mal die verschiedenen Modi an. Der erste Modus ist der Story-Modus. Ich habe mich, als ich das Spiel eingelegt habe, total gefreut, weil ich gedacht habe, boah, fetten Story-Modus. Hatte Street Fighter ja bisher noch gar nicht. So, jetzt können wir hier aussuchen, ob wir Charakter-Story spielen wollen. Das wollen wir mal. Und dann, super fett, habt ihr 16 Startcharaktere und zu jedem Charakter könnt ihr den Story-Modus spielen. Ich bin total ausgeflippt, weil ich gedacht habe, boah, ist das geil. Ja, nach 2 Stunden hatte ich die Story-Modi alle durch. Oh, doch nicht alle. Hier, den habe ich übersehen. Dalsim habe ich übersehen. Fällt mir hier gerade auf. Dann machen wir das doch. Spielen wir mal den Story-Modus von Dalsim und dann seht ihr mal, wie lang der ist. So, ihr seht hier schon, es gibt 3 Kapitel. Wäre ja auch nicht schlimm. 3 Kapitel hört sich schon mal gut an. Aber das Ganze sind tatsächlich nur Kämpfe. So, jetzt haben wir hier eine kleine Cutscene. Das Ganze ist gezeichnet, erzählt so ein bisschen die Story zum Charakter, was so seine Ambition ist in Street Fighter 5. Ist nicht schlecht gemacht. Ich hätte lieber echte Zwischensequenzen gehabt. Ich mag auch Standbilder, ehrlich gesagt, wenn sie gut gemacht sind. Ich mag zum Beispiel die Cutscenes bei Gravity Rush sehr, sehr gerne. Die sind ja auch gezeichnet und ein bisschen animiert. Bei Street Fighter ist es so, die sind... Das sind tatsächlich Standbilder. Die haben zwar Sprachausgabe, die kann man auch ausblenden, wie ihr hier seht, aber ich finde die Bilder nur nett. Es gibt Bilder, die sehen gut aus, schön gezeichnet, schön detailliert, aber es gibt auch Bilder, die sehen aus wie Skizzen. Da habe ich einfach das Gefühl, Capcom hat sich keine Mühe damit gegeben. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen mehr
ja, Mühe ein bisschen mehr ausgearbeitet und ein bisschen mehr detaillierter, hätten die Bilder schon sein können. Und wen das alles gar nicht juckt, der dann sagen will, okay, Standbilder finde ich scheiße, Cutscenes hätte ich mir angeguckt, Standbilder will ich nicht, dann könnt ihr das auch abbrechen mit Start, mit dem Optionsknopf. So, wenn ihr das nämlich drückt, dann geht es sofort zum Kampf und ihr könnt euch die Sequenz sparen. So, also, und schon geht's los mit Dalsim, obwohl ich mit Dalsim eigentlich noch nie kämpfen konnte. Das muss ich leider dazu sagen. Ist nicht unbedingt mein Lieblingscharakter. Wie ihr seht, ich bin mit Dalsim einfach schon immer schlecht gewesen. Also verzeiht mir, wenn es hier jetzt ein bisschen unhände aussieht, aber wirklich mein Lieblingscharakter ist er nicht. Aber eigentlich geht es ganz gut. So, und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe das erste Match gewonnen, dann würde man ja Street Fighter typisch denken, okay, Round 2, aber die gibt es hier nicht. Eine Runde, dann ist das Match vorbei und es kommt wieder eine Cutscene. So, die kann man sich jetzt angucken, wenn man will. Ich breche die jetzt einfach mal ab, wegen der Zeit auch. So, und das passiert auch schon mal ganz oft, dass Street Fighter ein bisschen hängen bleibt. So, dann heißt das für euch, okay, das Spiel arbeitet und ihr kriegt gerade Belohnungen. So, könnt aber das Ganze, wie gesagt, mal abbrechen und dann geht's in den zweiten Kampf im Story-Modus. So, jetzt kämpfen wir. So, zweites Mal gegen Mika. So. Es gibt bei Street Fighter 5 natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, was das Spiel von allen anderen Street Fightern unterscheidet. Es gibt nicht mehr dieses System, wie man es noch von Street Fighter 4 kannte, sondern hier sind ganz, ganz neue die V-Trigger. Die können für jeden Kämpfer einzeln aktiviert werden, die sind auch für jeden Kämpfer unterschiedlich und sorgen quasi dafür, dass jeder Kämpfer individuelle Moves bekommt oder Attribute bekommt. So, die kann man aktivieren, muss man nicht, kann man, wenn man die V-Trigger-Leiste voll hat. Das zeige ich euch gleich mal im Kampf. So, das war jetzt der zweite Story-Modus. Kampf von Dalsim. Kann man wieder überspringen, die Sequenzen sind auch nicht sehr lang, 2-3 Minuten. So. Und schon hat man den Story-Modus mit Dalsim durchgespielt. Das war's. Wenn man jetzt alle 16 Charaktere durchgespielt hat, dauert das in der Regel so 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, ob man alle Sequenzen guckt oder nicht. Und dann ist der Story-Modus durch und dann denkt man sich, das war ein bisschen wenig. Das Ganze sollte man so als Prolog sehen für den echten Story-Modus, der im Juni kommt. Das heißt also, ihr dürft euch hier nicht zu viel erwarten. Die Geschichten sind alle ganz nett, greifen auch ineinander über, aber man hat hier tatsächlich pro Charakter nur 2 bis 3 Matches, dann ist das Ganze vorbei und das ist schade. Also wer einen echten Story-Modus haben möchte oder wer sowas gerne hat, der muss leider bis Juni warten. Doof. So, gehen wir mal raus. Versus, klar, 1 gegen 1 mit einem Kumpel zusammen auf der Couch, ist immer geil, kann ich jetzt aber hier nicht testen, weil ich alleine bin gerade. Der zweite Singleplayer-Modus ist der Survival-Modus. Kennt man auch aus anderen Spielen, hier kann man jetzt einen Schwierigkeitsgrad wählen. Normal, ich spiele mal mit Ken und zeige euch das Ganze mal. Das ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, kennt man aus anderen Spielen auch. Hier tritt man je nachdem ja, gegen verschiedene Gegner an und die werden natürlich von Runde zu Runde stärker. So. Und eure Energie wird nicht aufgefüllt. Das heißt, wenn ihr jetzt in der ersten Runde, weiß ich nicht, die Hälfte der Energie verliert, dann startet ihr in der zweiten Runde mit genau der Hälfte. Ihr könnt aber, das ist halt der Clou bei diesem Survival-Modus von Capcom, von Street Fighter 5, könnt ihr Attribute dazu buchen quasi zwischen den Matches, die zum Beispiel eure Fähigkeiten boosten oder euch mehr Angriffskraft geben oder auch die Energie wiederherstellen. Das ist ganz geil. Macht auch Spaß. So, zeige ich euch jetzt mal gegen Laura. Mit Capcom, mit Ken kann ich schon deutlich besser kämpfen als mit Dalsim. Dann zeige ich euch auch gleich mal den V-Trigger, wenn ich den mal voll mache. So. So, der V-Trigger, der ist wie gesagt für jeden Charakter unterschiedlich.
gibt dem einen mehr Angriffskraft, der andere kann dann mehr Angriffe blocken, der dritte ist schneller, der vierte, beim vierten wird Energie regeneriert und so weiter und so fort. Also es ist ganz unterschiedlich, was der V-Trigger bei den einzelnen Kämpfern bewirkt, was ziemlich, ziemlich cool ist. So, jetzt habe ich Punkte bekommen. Für die Stage habe ich jetzt 12, für den Kampf habe ich jetzt 12.390 Punkte bekommen. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich diese Punkte auf dem Booster benutzen möchte. Oder jetzt hier zum Beispiel, meine Gesundheit, sage ich mir, ist zu niedrig, ich will jetzt die Gesundheit auffüllen. Das kann ich machen, kostet aber 6.000 Boosterpunkte. So, aber ich kann auch sagen, ich brauche keine Booster, ich mache den Kampf in der zweiten Stage weiter, so wie ich gerade drauf bin. Oder ich sage mir, ich will, dass meine V-Gorge, also sprich das V-Meter da unten mit einem Balken gefüllt wird. Ich kann aber auch sagen, ich brauche höhere Angriffskraft und so weiter und so fort. Und das kostet halt unterschiedliche Boosterpunkte. Ich mache jetzt mal gar nichts und sammle mir ein bisschen Boosterpunkte, indem ich jetzt den zweiten Kampf nochmal bestreite gegen Mika. Aber auch hier schade, dass das Ganze nur eine Runde dauert. Ich mag das eigentlich ganz und gar nicht, wenn Spiele nur oder wenn in Kampfspielen nur eine Runde gekämpft wird. Das ist total doof. Die einzige Möglichkeit, dass man zwei Runden kämpft in Street Fighter, ist entweder mit einem Kumpel lokal auf der Couch oder aber online. Ihr habt also keine Möglichkeit, alleine mehr als eine Runde zu kämpfen. Das ist doof. Das gefällt mir gar nicht. So, zack, jetzt ist Mika auch erledigt, ich habe ein bisschen Energie verloren, geht aber noch, ich kann mir jetzt aber sagen, okay, ich gehe auf Nummer sicher und werde mir jetzt, ich habe jetzt schon 24.000 Boosterpunkte, werde mir jetzt die Gesundheit ein bisschen regenerieren, so, und schon geht's weiter. Man kann aber auch nur ein Attribut per Stage wählen, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich erhöhe mir die Angriffskraft und booste mir nochmal Energie dazu, das geht nicht. So, gegen Birdie. Vielleicht ein Satz zu den Charakteren. Wir haben 16 Startcharaktere in Street Fighter 5. Davon sind 4 brandneu, 4 aus den eher neueren Street Fighter Spielen bekannt und 8 komplett traditionelle alte Charaktere. Der Mix ist ganz geil. Ich mag alle Charaktere. Ich kann jetzt nur nicht mit allen so gut kämpfen wie jetzt vielleicht mit anderen, aber das ist bei Kampfspielen ja grundsätzlich immer so, man spezialisiert sich ja irgendwann auf einen Charakter oder auf zwei, die man tatsächlich mag und mit denen man auch kämpft. Mit Ken konnte ich eigentlich schon immer gut, deshalb habe ich mich jetzt hier auch mit Ken beschäftigt in dem Spiel. So, jetzt kann ich sagen, was machen wir denn? Ich möchte meine V-Gorge ein bisschen boosten oder den X-Meter ein bisschen füllen. Also, das müsst ihr für euch entscheiden. Der X-Meter kennt man ja aus anderen Street Fighter Spielen, sobald er voll ist, kann man mit einer Kombination einen Special Move quasi reißen, der dem Gegner natürlich extrem viel Energie abzieht und darüber hinaus ziemlich geil aussieht. So, ich mache aber erstmal, ja komm, probieren wir mal. So, booste ich mir das X-Meter. Jetzt geht's gegen Ken. So, Ken gegen Ken. Und ihr seht, vielleicht schon mal vorweg, das Spiel sieht brachial gut aus, also grafisch mega mega geil, soundtechnisch auch mega mega gut, es ist unglaublich geil, der Soundtrack ist phänomenal, geht von rockig bis melodisch, leise und laut, da ist alles dabei, macht schon Spaß, aber es ist jetzt nichts, was mich so umhaut. Ich meine, den Grafikstil kennt man von Street Fighter 4 schon, der ist hier ausgebaut worden. Die Stages wirken lebendig durch die ganzen Hintergrundaktionen, die da so passieren. Macht schon Spaß. So, okay, jetzt gehen wir gleich mal raus aus dem Survival-Modus. So funktioniert er halt. Die Booster werden halt auch immer teurer. Das heißt, wenn ihr euch einmal Energie aufgefüllt habt, dann ist das zweite Mal Energie auffüllen schon weitaus teurer als das erste Mal. Das heißt, ihr müsst genau überlegen, wann ihr welches Attribut, wann ihr welchen Booster benutzt, um im Endeffekt so weit wie möglich im Survival-Modus zu kommen. Aber ist auch nichts anderes als in anderen Spielen halt auch. Nur, dass die Booster hier halt neu sind und so nicht in unbedingt allen anderen Kampfspielen im Survival-Modus vorkommen. So, Dalsim macht mir schon ein bisschen mehr Stress. Aber es ist noch nicht ganz so schlimm. Was halt auch auffällt, ich meine, ich spiele gerade auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und ich habe
absolut keine Probleme mit den Gegnern. Also wenn ihr tatsächlich schon Street Fighter Veteranen seid, dann empfehle ich euch hier tatsächlich das Ganze auf schwer anzufangen. Sonst kann es passieren, dass ihr nicht ganz so viel Spaß dran haben werdet, wie vielleicht andere, wie vielleicht Casual-Spieler, die jetzt nicht so viel Street Fighter oder sich nicht so viel mit Street Fighter beschäftigt haben oder absolut keine Street Fighter-Cracks sind. Bin ich ja auch nicht zum Beispiel. Ich bin jetzt auch kein Street Fighter-Profi oder so. Aber ich habe mit Street Fighter 4 sehr viel Zeit verbracht. Überhaupt merkt man bei Street Fighter 5, dass Capcom ein sehr, sehr gutes Pacing gefunden hat. Also ich finde mit Street Fighter 5, ich gehe mal kurz raus ins Hauptmenü. Mit Street Fighter 5 ist Capcom der Spagat gelungen zwischen quasi dem Spielspaß, den normale Gelegenheitsspieler damit haben können, aber auch, dass Cracks da total aufgehen und sich auf einen Charakter spezialisieren können und da wirklich, wirklich gut drin werden können. Dafür ist ja auch das Training da. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Training-Modi kennt man ja aus sich anderen Kampfspielen auch. Wir gehen jetzt mal online. Dafür gibt es hier 4 Optionspunkte. Einmal Freundschaftsmatch, Rangmatch, Kampfrange und das Capcom Fighters Network. Das Capcom Fighters Network kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist nichts anderes als so ein Hut, wo ihr verschiedene Sachen aufrufen könnt. Ihr könnt hier Favoriten hinterlegen, ihr könnt Replays speichern, ihr könnt nach Rivalen suchen und deren Kämpferprofile anschauen. Ihr könnt auf Replay-Suche gehen in aller Welt und ihr könnt halt die Ranglisten euch anschauen. Mehr ist das hier nicht. Also das ist so eine Art Statistiktool, brauche ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht unbedingt. Dann gibt es 3 verschiedene Online-Modi zum Start. Wir haben einmal die Kampf-Lounge, wir haben das Rang-Match und wir haben das Freundschafts-Match. In der Kampf-Lounge könnt ihr eure eigene Lounge erstellen oder ihr könnt nach einer Lounge suchen. Das heißt, wenn ihr euch einfach nicht die Mühe machen wollt, sondern komplett und schnell loszocken wollt, könnt ihr das gerne machen. Hier legt ihr noch ein paar Einstellungen fest. Ihr könnt festlegen, wie viele Runden gespielt werden soll. Ihr könnt festlegen, wie viel Zeit eine Runde dauern soll. Ihr könnt die Siegregeln festlegen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr nach jedem Match wieder zurück in die Charakterauswahl wollt. Das mag ich ja ganz gerne. Und dann könnt ihr sagen, ich suche mal. Und dann sucht euch das Spiel in der Lounge. Das geht ganz fix. Hier sind die Lounges. Das Problem an der Geschichte ist aber, das ist auch ziemlich, ziemlich kacke, dass pro Lounge maximal 2 Kämpfer erlaubt sind. Das heißt, wenn jetzt der Lazard 0212 ganz oben zum Beispiel die Lounge erstellt, dann ist die Lounge schon halb voll, weil die Lounge maximal 2 Spieler erlaubt. Das heißt, ich kann jetzt probieren, der Lounge beizutreten, dann ist die Lounge mit 2 Spielern voll. So. Das ist kacke, das ist doof. Capcom hat zwar schon auf die Kritik reagiert, die haben gesagt, die Lounge ist tatsächlich so konzipiert, absichtlich, damit die Server nicht abkacken zum Start, was die aber trotzdem gemacht haben. Capcom hat versprochen, dass die Lounge mit dem nächsten Update im März weiter ausgebaut wird, dass dann quasi pro Lounge auch mehr Charaktere oder mehr Spieler zugelassen werden. Das ist bitter, bitter nötig. Das heißt, wenn ich jetzt auch eine eigene Lounge erstellen würde, würde ich sofort drin sein. Die Lounge wäre halb voll und das könnte nur noch ein Freund oder ein anderer Spieler joinen. Das ist ein bisschen dämlich. So, besser sind da diese beiden Punkte. Einmal das Freundschaftsmatch und einmal das Rangmatch. Sind beide gleich mit einem Unterschied. Hier beim Freundschaftsmatch haben die Ergebnisse keinen Einfluss auf die Liga oder auf den Ranglistenplatz. Das heißt, das ist quasi Just for Fun Online-Match. Und das Rangmatch, hier geht es tatsächlich um Ligapunkte, hier geht es um euren Rang. Und wenn ihr natürlich in der Welt von Street Fighter 5 online aufsteigen wollt und besser werden wollt und der Welt zeigen wollt, wie gut ihr seid, dann bietet sich das Rangmatch an. Wenn ihr jetzt nur Just for Fun spielen wollt, ohne euch über Platzierungen aufzuregen oder über die Punkteverteilung, dann könnt ihr ein Freundschaftsmatch spielen. Die sind aber von der Machart gleich. Das heißt, wir gehen mal hin und spielen mal ein Rangmatch. Dann zeige ich euch schon mal, wie lange das Spiel braucht, um überhaupt einen Gegner zu finden. So. Ich zeige euch jetzt mal kurz mein Kampfprofil. Das ist das hier. Hier kann ich jetzt einen Lieblingscharakter auswählen. Ich habe jetzt mich für den Fall auf Ken spezialisiert. Das sind übrigens die verschiedenen Charaktere. 16 an der Zahl. Wir haben Ryu, Ken, Chun-Li, Kami, Birdie, Vega, M. Bison, Nash, Karin, Mika, Zangief, Dalsim, Nikali. Mit dem kann ich gar nicht zum Beispiel. Fang ist auch ein neuer. Laura und Rashid. Der ist auch nicht schlecht. So. Ich habe jetzt mich auf Ken spezialisiert, um euch vielleicht auch einen anderen Kämpfer mal zu zeigen. Spiele ich mal mit Rashid, mit dem kann ich auch ganz gut spielen. So, dann könnt ihr die Lieblingsstage wählen, ihr könnt euch einen Titel vergeben. Ich habe bisher aber nur 2, wie ihr seht. Nehmen wir mal den.
Kämpferprofil anpassen brauche ich nicht. Und dann könnt ihr sagen, okay, fertig. Und dann könnt ihr auf Gegnersuche gehen. Und das kann mal schnell gehen. Es kann aber auch wirklich 5 Minuten dauern. Ich habe beides erlebt. Also die Server laufen, aber die sind noch nicht perfekt. Die sind stabil. Ich habe, wenn das Spiel dann zustande kommt, keine Probleme online gehabt. Also auch kein Freeze und kein Lag, gar nichts. Aber bis man auf einen Gegner trifft, kann das schon mal ein wenig dauern. Und das nervt hier und da schon mal, obwohl ja genügend Spieler da sind. So, hier seht ihr, ist das Ganze recht schnell vonstatten gegangen. Das ist ganz schön. Gestern habe ich da schon mal 4-5 Minuten gesessen und habe im Internet gesurft nebenher auf dem Handy. Sonst hatte ich halt nichts zu tun. Das war doof. So, also hier ist noch Nachholbedarf, aber es geht eigentlich. In der Regel geht dir das Matchfinding ganz, ganz schnell. Und online trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Wo ihr offline auf dem normalen Schwierigkeitsgrad noch wirklich sehr, sehr gute Chancen habt, geht das online natürlich schon arg krasser zu. Online habe ich das Gefühl, trifft man auf zwei Extreme. Entweder ihr kriegt online voll aufs Maul von Spielern, die Street Fighter Veteranen sind, oder ihr habt gleichwertige Spieler, was beim Ranked Match eigentlich sein sollte. Oder beim Rangmatch, wie es ja heißt auf Deutsch. Da ist es so, dass ihr eigentlich auf Gegner trifft, die euren Skill haben. Quasi euer Skill-Level. So. Ich spiele jetzt quasi gegen Ryu. Der hat jetzt 302 Liga-Punkte. Ich habe 107. Das heißt, er ist besser als ich. Und dann schauen wir mal. Ich bin mit Rashid auf Level 8. Er ist mit Ryu auf Level 1. Das heißt, das Charakterlevel steigt. Je nachdem, wie viele Kämpfe ihr bestritten habt, ist halt so ähnlich, wie man es aus anderen Online-Spielen kennt, ne? Aus anderen Kampfspielen online und so weiter. Und da ist also nicht viel anders als bei anderen Spielen bei Street Fighter 5. So, jetzt gucken wir mal, wie ich mich hier online schlage. Das ist dann schon eine ganz andere Geschichte als offline. Ihr seht, da kriege ich schon mal gut aufs Maul. Die Musik ist grandios, aber ihr seht, hier gerade habe ich, glaube ich, keine Schnitte. Aber was halt auffällt, und das ist bisher immer so gewesen bei den Online-Spielen, die ich bisher bestritten habe, es läuft unglaublich flüssig. Das ist ganz geil, muss auch sein. Das Spiel läuft in 60 Frames per Second, was für das Spiel spricht, definitiv. Ja, aber ihr seht, mit Rashid bin ich einfach nicht so gut wie mit Ken. Das ist einfach so. Und Ryu ist gerade deutlich besser als ich. Also ich kacke gerade ziemlich ab. Obwohl ich mich auch eigentlich konzentrieren müsste. Und das ist, wenn man nebenher labert, auch nicht ganz so einfach. Also hier kriege ich übelst aufs Maul. Und hier, das ist auch ganz geil, hat man halt auch wieder 2 Runden pro Match. Oder halt 3, je nachdem, ob man siegreich ist oder nicht in einer Runde. So, ich habe verloren. So, und jetzt passiert was? Ich werde eingeschätzt. Okay, ich bin eher der offensivere Typ, das ist ganz klar. So, ich habe ein bisschen Ingame-Währung bekommen, aber meine Liga-Punkte wurden mir abgezogen und sind dem Gegner aufaddiert worden. So, jetzt kann ich sagen, ich will noch einen Gegner suchen und mit Rashid probieren. Oder ich gehe zurück ins Hauptmenü, wähle mir mal einen neuen Charakter und dann probieren wir das Ganze nochmal. So, mal gucken, ob ich mit einem anderen Charakter besser bin als mit Rashid. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal für alle. Das Spiel hat 2 Seiten. Die eine Seite ist die spielerische Seite, das Gameplay. Das ist nämlich richtig, richtig gut, super flüssig, super schnell. Hat für Anfänger was und natürlich auch für Street Fighter Spezialisten. Also beide können das Spiel spielen. Gemäß dem Fall easy to learn, hard to master. Das trifft hier zu und das macht unglaublich viel Spaß, sich mit einem Charakter tatsächlich anzufreunden und ihn zu lernen und mit ihm dann auch später Erfolge zu feiern. Da hat Capcom wirklich alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mir nicht gefällt, haben wir hier ein Spiel, das eigentlich nur die Hälfte dessen wert ist, was es eigentlich kostet. Ihr zahlt für diese Variante von Street Fighter 5, und das ist meiner Meinung nach eine Basic-Variante, mehr ist das Ganze nicht. Ihr habt eine Story, ihr habt einen Online-Modus, der funktioniert, ihr habt einen Versus-Modus, der funktioniert, wenn ihr einen Freund dabei habt, aber für Singleplayer seid ihr in 2 Stunden durch. Und dann habt ihr auch keinen Grund mehr, das Spiel allein zu spielen.
Also wenn ihr also, so wie ich, auch gerne mal einen Arcade-Modus spielt oder andere Modi, die habt ihr hier nicht. Und das ist ziemlich, ziemlich kacke. Und dass der Story-Modus so kurz ist und nur eine Runde pro Match dauert und dass der Survival-Modus auch nur eine Runde pro Match dauert, gefällt mir gar nicht. Also, und wie gesagt, mit diesem Umfang, den das Spiel gerade bietet, hätte Capcom das Ganze auch für 30 Euro anbieten können. Das wäre völlig okay gewesen, völlig legitim gewesen. 70 Euro dafür zu verlangen, ist schon heftig. Oder man hätte seitens Capcom einfach noch einen Monat warten können, bis März. Dann hätte nämlich der Shop sofort mitgelauncht. Dann hätte auch ein Arcade-Modus mitgelauncht. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, einen neuen Charakter, das wäre nämlich Alex, dann ab März freizuschalten mit der Ingame-Währung. Dann wäre alles in Butter gewesen. Aber so ist Street Fighter 5 ein Spiel, das mega viel Spaß macht, aber einen faden Beigeschmack hinterlässt. Und auch online, entweder ihr habt Glück und ihr trefft auf einen Spieler, der euch ebenbürtig ist, oder ihr habt Pech und euch wird so die Fresse poliert online, dass ihr nach 2-3 Matches schon gar keinen Bock mehr habt. Aber es ist ja wie in allen Spielen so online, müsst ihr natürlich auch am Ball bleiben und das Ganze lernen, und mit der Spielzeit kommt die Erfahrung und dann auch natürlich der Spielspaß. So, mal gucken, ob ich jetzt gegen Ryu mit Karin bestehe. Der duckt sich mir zu viel. Junge. Also ihr müsst quasi für euch entscheiden, ob ihr euch Street Fighter holen wollt oder nicht, weil euch muss klar sein, wenn ihr eh Street Fighter online spielt und das euch holt, um es online zu genießen, dann macht ihr da nichts falsch mit. Absolut nicht, weil euch juckt dann der Singleplayer-Content nicht. Wenn ihr aber so wie ich auch mal wirklich Spiele und Kampfspiele gerne offline spielt als Singleplayer, um einfach euch auch mehr mit dem Spiel, mit den Charakteren zu beschäftigen, ohne auf andere Einflüsse zu achten, wie Online-Verbindung, Server und so weiter und so fort, dann seid ihr bei Street Fighter 5 angeschmiert und wahrscheinlich auch sehr schnell damit unzufrieden. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Ganze dann im März anders ist. Wird ja wahrscheinlich hoffentlich sein. Wenn ihr dann das Ganze im März kauft und nicht im Februar oder im Mai oder im Juni, dann gibt es ja auch online wieder mehr Content. Aber dann seid ihr natürlich erstmal drauf und dran, euch das Ganze zu erspielen mit Ingame-Währung. Ihr könnt das entweder natürlich dann online kaufen mit der Spiele-Währung, kein Thema. Oder ihr geht hin und müsst dann, so wie ich es hier gerade, erstmal euch Ingame-Währung verdienen. Und das dauert natürlich, ist ja nicht so, oh verdammt. Das ist ja nicht so, dass die Charaktere oder die Modi später nichts kosten werden. Die werden natürlich wahrscheinlich von der Höhe nicht gerade billig sein. Und wer weiß, wie lange ihr das spielen müsst, um überhaupt euch einen Charakter oder einen Modi freizuspielen mit Ingame-Währung. Ne? Aber immerhin bietet euch Capcom die Möglichkeit, das ist ganz, ganz schön. So, ja, jetzt haben wir ein bisschen was online gesehen und euch habe ich auch schon alles eigentlich zum Offline-Modus gesagt, und ich denke mal, damit war es das mit meinem Testvideo zu Street Fighter. Also eine Empfehlung aussprechen ist schwierig, ganz ehrlich. Obwohl es spielerisch wirklich, wirklich gut ist, finde ich, haben wir es hier mit einer Basic-Version zu tun und jeder muss für sich entscheiden, ob ihm das 70 Euro wert ist. Der Vorteil ist, ihr könnt heute schon anfangen, Ingame-Währung zu sammeln, so wie ich gerade mit 125.150, ich weiß gar nicht, was das für eine Währung ist, aber auf jeden Fall ist das halt mein Guthaben und ich kann dieses Guthaben, wenn im März der Store launcht, dann verbraten. Aber hier nochmal, wer kein Online-Spieler ist und wer Street Fighter auch gerne mal offline spielt, der hat hier echt wirklich nicht viel zu tun. Da würde ich erstmal hingehen, warten an eurer Stelle und das Spiel sich vielleicht im März holen, wenn dann 2-3 Modi mehr und hoffentlich auch kostenfrei, so wie Capcom gesagt hat, erhältlich sind. Ja, das meine Meinung zu Street Fighter. Ihr könnt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, dann können wir uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Und ich selber werde mich jetzt mal mit diesen Bildern hier verabschieden. Ich zeige euch mal einen der neuen Kämpfer. Nehmen wir mal Nekali. Und ja, dann mit diesen Bildern, wie gesagt,
beende ich jetzt mein Testvideo zu Street Fighter 5. Ich hoffe, euch hat die Machart gefallen. Ich dachte mir, dass das so besser ist, dass ich dann euch beim Spielen die ganzen Punkte erkläre. Das trifft sich, glaube ich, bei Street Fighter oder bei einem Kampfspiel allgemein sehr, sehr gut, als wenn ich das Ganze vorher capture, dann dazu laber, vielleicht ein bisschen was vergesse sogar oder. Ja, und wie gesagt, ihr seht es hier nochmal, grafisch ist das alles wirklich sehr, sehr schick anzusehen. Und läuft unglaublich flüssig, ja. Eure Erfahrungen mit Street Fighter an sich, mit der Reihe oder auch mit Street Fighter 5, wenn ihr schon gespielt habt, würden mich mal interessieren. Und dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wenn ihr mehr aber von mir sehen wollt, bleibt kurz dran. In der Endkarte kriegt ihr jetzt zwei neue Videos von mir zu sehen. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.